Das sind alles Gegenstände, allerdings sind es Gegenstände, die eine gewisse abstrakte Qualität haben. Zum Beispiel dort hinten sieht man diese Stangen, die ich im Baumarkt gekauft habe, diese Profilleisten, diese Kühlschrankgitter. Das sind alles so Sachen, die nicht so sehr als Gegenstände, sondern eher so als Linien fungieren, zum Beispiel. Also es ist wie so eine Riesenzeichnung im Raum. Diese Kühlschrankgitter, die habe ich dort auch vor diese Wäsche so drapiert, teilweise auch geworfen, aber auch gezielt geworfen, dass es wie so eine Art Lasur wirkt. Also es ist wie so eine Art Action-Painting mit Gegenständen. Also, das ist, wie man so sagen würde, ein altes Schätzchen einfach, das ich letztens wieder ausgegraben habe. Das hing bei der Mutter eines Kumpels von mir im Flur unter gleichbleibenden Licht- und Temperaturbedingungen 20 Jahre lang. Ich hatte das damals dort einfach mal hingehängt und habe es jetzt wieder abgeholt vor einem halben Jahr und war froh, dass es so gut erhalten war. Es ist also einfach Tesafilm, gitterförmig über einen alten Keilrahmen geklebt. Ja, das Schöne ist einfach, dass diese Ablagerung hinter dem Tesafilm, also diese Staubkörner oder so, dass das so alles so schön erhalten geblieben ist. Das ist so einfach eine Entdeckung, wo ich froh darüber war, dass ich die wiedergefunden habe. Also das Bild ist jetzt mittlerweile 26 Jahre alt.